Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack McCracken. So, ich habe mal ein bisschen den Guide geblättert und auf der Konsole hier ist ein kleiner Knopf. Der ist eine eigene Anzeige. Wenn ich auf Leer drücke, wird mir nur das Tastenfeld angezeigt. Aber nein, neben dem offenen Schacht und dem Schalter gibt es ja auch noch einen Knopf, den wir drücken müssen. Hoffentlich ist das nicht der Knopf für den Selbstzerstörungsmechanismus. Naja, wer wagt, gewinnt. Was ist das nun wieder? Oh, es hat sich von selbst geöffnet. Das Besenwesen. Wie süß. Mein Freund, das Besenwesen. Mann, endlich sehen wir beide uns mal wieder. Du kennst das Besenwesen überhaupt nicht. Ich weiß nicht, von was du redest. Du kennst das Besenwesen nicht. Also, red kein Blödsinn. Und das wollen Fans vom Original gewesen sein. Auch dich werde ich aus den Klauen der Carponia befreien. Komm mit mir. Das Besenwesen hat nichts dagegen, oder wie, oder was? Lauter unnützes Zeug. Das würde in meiner Tasche nur Platz wegnehmen. Nehmen wir das wirklich nicht mit. Lauter unnützes, das würde... Na gut, okay. Oh mein Gott, ich bekomme es sicher erst nach 4 Jahren ununterbrochener Liegestütze auf. Okay, was haben wir hier? Tür. Oh, die Tür ist nicht echt, oder wie? Kann da nichts machen. Ach so, die geht von allein auf. Oh. Ach du meine Güte. Jetzt bin ich in der Höhle des Löwen gelandet. Im Schlafzimmer des Carponia Kings. Glücklicherweise schläft er. Ich sollte leise sein. Er scheint nicht gerade tief zu schlafen. Da oben ist ein Bild von Darth Vader und von Max aus Sam & Max. Und ganz viele Bilder von ihm selbst. Ich könnte versuchen, es abzuhängen. Moment. Ein Tresor. Sie sind vollständig zerstört. Ich glaube nicht, dass ich damit noch was anfangen kann. Kristallscherben. Sind das etwa die Überreste der Kristalle aus der Scolaria-Maschine? Ah. Das erklärt so einiges. Das gibt's doch nicht. Das muss der blaue Kristall sein, mit dem ich und meine Freunde die Maschine der Scolaria aktiviert haben. Jetzt wird mir also einiges klar. Dann haben also die Carponia die Maschine außer Gefecht gesetzt und die Kristalle an sich genommen. Den Scherben nach zu urteilen, haben sie die anderen Kristalle zerstört. Das gibt's doch nicht. Jetzt wird den Scherben... Die nehme ich auf jeden Fall mit. Wir haben den blauen Kristall. Was konnte der gleich nochmal? War das der Teleportierkristall? Lieber nicht. Nachher ruft man damit die Nachtwache oder löst einen Alarm aus. Ein geschmackvoller... Schade. Ein Mobile. Okay. Von mir aus. Eine Lavalampe. Eine ähnliche steht auch in meiner Wohnung. Ich kann doch nicht jeden Plunder mitnehmen. Theoretisch geht das. Ah, die Abendgarderobe vom King. Wie aufregend. Nehmen wir die mit? Oh ja, ich wollte immer schon mal in der Abendgarderobe des berühmten Kings stöbern. Was hängt denn da? Ein Schnuller? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zu seinem Bühnenoutfit gehört. Ah, warte mal. Ich habe schon eine Idee, glaube ich. Hey, genau. Ich könnte das Mobile daran befestigen.
Er wirft seinen Kopf hin und her. Ich kann ihm den Schnuller so nicht in den Mund stecken. Ah, okay. Naja, gut. Muss man das Mobuli erst irgendwie anwerfen? Gute Idee. Vielleicht kann ihn das Mobile beruhigen. Er hat sich zwar etwas beruhigt, aber er atmet noch schwer. Vielleicht bekomme ich ihn mit dem Schnuller ruhig gestellt. Er scheint jetzt etwas ruhiger zu sein, aber so richtig ausgeglichen ist er noch nicht. Das reicht immer noch nicht, verdammt. Ich hab schon eine Idee. Und zwar nur, weil seine Handposition so komisch ist. Ach so. Ich bin total unmusikalisch. Schade. Ich sollte mich nicht überschätzen. Das Teil benutze ich nur im Notfall. Dazulegen möchte ich mich nur ungern. Mit allergrößter Freude. Muss ich jetzt ein Lied auswählen? Oh Gott, oh Gott. Nessie. Ist das wirklich der Soundtrack des Spiels hier wahrscheinlich? King Musical hört er doch bestimmt gern, oder? Oder doch lieber Koma? Wenn ich ihm ein Schlaflied vorsänge, wird er definitiv aufwachen. Ich habe ihn schon etwas beruhigen können, aber solange er nicht tief schläft, kann er jederzeit wieder aufwachen. Nein, ich möchte nicht mit ihm kuscheln. Vielleicht später. Das Lied hier, das ist nicht gut. Na gut. Ich weiß nicht, was für die Welt eine größere Bedrohung darstellt. Die Monsterpflanzen der Caponia oder die Fanartikel des Kings. Zu sperrig, um sie mitzuschleppen. Ein Piano. Sagte ich schon, dass ich... Wenn sie überhaupt irgendwie mit der neuen Musik zusammenhängen, keine Ahnung. Etwas beruhigen können, aber solange er nicht tief schläft, kann er jederzeit wieder aufwachen. Tja, aber sonst ist hier eigentlich nichts, oder? Oh, guck mal, er wippt im Takt, oder war das nur Zufall wahrscheinlich? Gitarre spielt. Aber diesen Gefallen wird er mir vermutlich nicht tun. Jetzt muss ich nochmal alle Songs der Reihe nach durchgehen. Airport Blues, Tales of Egypt, 1, 2, 3, Illusion, Satellite, Alla! Schlaflied, da heißt es ja Lullaby. Was wollen wir denn bitte sonst noch? Na schauen, schon passiert was. Hey! Ich glaube, ich habe es geschafft. Er schläft tief und fest wie ein Baby. Okay, ein seltsamer verbogener Schlüssel. Ich schätze mal, dann sind wir hier fertig. Eine Speck. Dann schauen wir mal in die Tür da. Komisch, diese Tür öffnet sich nicht. Das sieht ziemlich uninteressant aus. Das sollte es gewesen sein. So. Ui, das sieht wichtig aus. Oh, der Todeslaser. Ein Maschinenraum. Und ein Gefangener. Doch, das
Das muss die Strahlenkanone der Caponia sein. Und hier haben sie meinen Kristall eingebaut. Anscheinend benutzen sie ihn als Energiequelle. Na, dann nehmen wir den halt wieder raus. Solange die Maschine angeschaltet ist, würde ich einen Stromstoß riskieren. Ich mag keine Stromstöße. Dann nehmen wir jetzt aus irgendeinem Grund die Skeletthand und halten die an den Schalter. Schade, das funktioniert nicht. Und jetzt? Aha, das ist also der Schalter für die Lasergitter. Dumm ist allerdings, dass sie nur so lange deaktiviert werden, wie ich die Hand auf dem Sensor lasse. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich hätte mir da schon was eingefallen gelassen. Ich rufe lieber einen Profi dafür, nur wen? Aber das geht anscheinend nicht. Riesenwesen, kannst du das machen? Das sollten lieber die machen, die... Das kommt mir irgendwie sinnlos vor. Verwesende Weltraumputze. Das ist eine Anspielung auf, dieses auch ein LucasArts Adventure, wo man den Hausmeister spielt. Ah, den Weltraumhausmeister, wo man ständig stirbt, wenn man auch nur eine falsche Sache anklickt und von vorne anfangen muss. Mir fällt nicht ein, wie es heißt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Da liegt ein länglicher Gegenstand. Solange die Laser an sind, komme ich nicht dran. Ah, okay. Keine Ahnung. Schauen wir mal kurz den Guide, was da steht. Wo sind wir denn? Laser Room. Open box on the right side of the room. Welche Box denn schon wieder? Das da? Ach, come on, ey. Wirklich? Ein mysteriöser Kasten. Ob man ihn irgendwie öffnen kann? Aha. Ah, das hat die Maschine abgeschaltet. Das ist doch schon mal gut. Dann nehmen wir jetzt den Kristall. Komm zu Papa. Gut, dann haben wir jetzt den blauen Kristall und einen lila. Was passiert, wenn ich jetzt den blauen Kristall einsetze? Das funktioniert nicht. Na, schade. Ich sollte es dann halt nicht. Na gut. Oh, warte mal. Da steht im Guide, ich soll grünen Schleim mit der Skeletthand benutzen. Aber ich habe keinen grünen Schleim. Da muss ich mal kurz nochmal hochscrollen. Beziehungsweise kann ich ja mal... Wisst ihr was? Ich suche wieder Green Slime. Das hat beim letzten Mal gut funktioniert. Wo steht's denn? Ja genau, Green Slime brauchen wir. So, wartet mal schnell. Suchen wir. Green Slime. Gibt's nur einmal. Dammit. Dann vielleicht nur Slime. Gibt's dreimal in dem Text. UFO Hallway. In the middle of the room. Im UFO Hallway. Aha, okay. Dann müssen wir mal schauen. Ach, tatsächlich, guck mal hier. Oh, das übersieht man aber schon sehr leicht. Was ist das denn? Ein grüner Schlabbersack. Das sieht fast aus wie ein Ei. Haben diese genmanipulierten Monsterpflanzen etwa schon das Raumschiff infiltriert? Das Ei hängt leider einen halben Meter zu hoch. Ein Besen mit einem Gesicht. Niedlich schaut er aus. Es ist aufgeplatzt. Es ist geplatzt. Dieser Schleim ist ja widerlich. Und der... Na schön. Da
Dann versuchen wir das nochmal mit der klebrigen Knochenhand. Zachary, du bist genial. Wenn ich Glück habe, bleibt die schleimige Hand haften und die Lasergitter bleiben deaktiviert. Fast aus wie ein Glaskolben. Und wenn ich das richtig sehe, kleben innen einige Nahrungsreste. Ein leerer Glaszylinder. Das werde ich schön. Ich sollte es ein bisschen mehr. Wenn das. Das soll. Es. Ich. Das. Das. Denk nach. Das. Das. Interessante. Lutra ist auch interessant. Tja. Tja, naja gut. Aber ich glaube, dann sind wir hier fertig, ne? Keine Ahnung. Leute, wir machen jetzt für heute Schluss. Ich muss mich jetzt wirklich immer auf die Folgen vorbereiten, damit wir vorankommen. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Die Glasröhre vielleicht bei der Pflanze in das Loch schieben. Aber was dann? Naja, schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.